In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, guten Morgen. Scheiße. So, wir sind hier am Aufräumen, da wir gleich Besuch kommen. Ja, jetzt werden wir innerhalb einer Stunde hier tippitoppi sauber machen. Ich bin an der Küche dran. Und auch der macht jetzt gleich Mop. Der steht schon da. Und dann, aber erstmal Kaffee trinken. Ne? Ja, weil wir das nie benutzen. Warte, ich mache jetzt hier sauber. Hier meinst du, Schatz, kannst du es kurz erledigen? Wieso? Ja, das war doch in der kleinen Zimmer, oder? Ja, lass mich doch da oben gehen. Schatz, wir gehen. Und? Nein, das war doch in dem kleinen Zimmer. Muss man einfach nebeneinander stellen. Das war auf dieser Holzweg. Ich habe jetzt hier ausgemistet und aufgeräumt und der Kaufmannsladen ist. So, sieht jetzt in das Küche aus. Ich habe es provisorisch einfach aufgeräumt. Und einmal hier. Hier ist nichts. Und hier ist auch noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier das neue Spielzeug habe ich einmal hier positioniert. Und einmal hier. Das andere, was wir gespielt haben, ist im Zimmer. Ja. So, der Herr macht jetzt hier Frühstück. Sandwich. Sandwich. Ja, und unser Besuch kommt doch nicht. Scheiße. Also wir haben... Naja, wenigstens ist jetzt die Wohnung sauber. Aber der kommt leider nicht. Scheiße, Regale. Willst du Remoulade? Ja, Remoulade bitte. Ja, sein Geld hat leider nicht fürs Ticket gereicht. Oh Mann. Und unser Auto ist leider kaputt. Guck mal, wie sexy das aussieht. Guck mal. Naja, das ist more for you, ne? Thanks. Naja, jetzt sieht das Wohnzimmer wieder unordentlich aus. Ja. Kann wieder anfangen. Ja, Mann. So ihr Süßen, wir fahren jetzt einkaufen. Wir fahren in die Arkaden, eigentlich wollen wir zu Kaufland. Aber wir brauchen auch noch ein paar Sachen beim Türchen und dann muss gleich zum Fußball. Ja. Ist total warm, heute wird es bis zu 28 Grad. Okay.
alles klar bei dir? Immer weiter, Handy. Also wirklich. Ich besorge dir einen Kuffbau. Ich schwöre, der Typ ist so eine Banane. So eine Banane. So, meine Damen und Herren. Pass auf, da ist ein Hund. Sieht der nicht aus wie Rebas? So. Hoffentlich euch geht's gut. An was denkt die? Keine Ahnung. Die hast du Probleme? Was soll die für Probleme haben? Nicht genug gegessen. Oh Mann. Nino. Heute Morgen, wo sie so neben mir geschlafen hat, ne? Ja. Mein Hand war genau auf ihr Herz, ne? Das ist so süß geschlagen. Ich hab das so gespürt, ich schwöre. Die ist auch nochmal süß, wenn sie aufwacht, ne? Dieses Umarmen, Küssen. Die lag die ganze Zeit neben mir so. Hm. Und ihr Lippen war so. Hm. Ich hab die ganze Zeit geküsst. Ich konnte da selber nicht mehr schlafen. Na, Baba? Aber nachts schrieb die wie keine Ahnung was. Aber sie war am Träumen, als ich sie die ganze Zeit geküsst habe, ja. Die war so ein bisschen am Zittern. Dann habe ich sie mit Küssen geweckt. Voilà. Mich weckst du nie mit einem Küssen. Brauchst du auch nicht. Warte ab, wenn die zweite da ist, dann will ich gar nicht wissen, was mit mir ist. Was soll denn mit dir sein? Ich glaube, dann laufe ich wie ein Dingens rum. Wie ein was? Karatsch. Das ist Karatsch. Chichosha. Chichosha. Sexy Wetter. Für dich, für uns nicht. Warum für euch nicht? Du gehst gleich schön Fußball spielen. Ja, macht doch keinen Spaß, wenn es so warm ist. Ja, warum gehst du da? Kriegst du keine Luft. Ich gehe, damit ich so sportlich bleibe. Gesund bleibe. Außer trinkt Alkohol, isst Schweinefleisch, raucht Zigaretten. Da bringt dein Fußball zwar. Da hat jemand Schweinefleisch gesagt. Allein, Eiernicke. Scheiße. Meine Schweine sind auch Tiere, ja? Wo ist das Problem? Boah, hör auf, ey. Den Kalb gibt's ja, gleich, Laden. Gleich fangen die nochmal an, wenn die das Video bis Ende geguckt haben. Ja, ihr Juden, ihr esst Schweinefleisch, ihr seid Schweine. Ach, es wird doch egal, schreibt was ihr wollt. Wie viel Uhr haben wir? Ich hab doch Fragen gepostet. Ich hab doch letztens gesagt, stellt uns Fragen. Ja. Jemand hat geschrieben, ist auch der beschnitten. Alter. Ja. Alter, was für Fragen, Mann. Willst du Kamera? Und diese Person hat uns nicht mal gefolgt. Null Abonnenten, null Follower, null Beiträge. Diese Frage scheint sehr interessant zu sein. Anscheinend schon. Direkt blockiert. Manche Frauen haben echt keinen Anstand. Na? Guck mal, da ist der Dings. Kennst du den noch? Eierlike! Schatz, die sind immer hier in Kalk, ne? Kleine Miss. Miss. Wir haben gerade unsere alte Chef gesehen. So, ein... So, Schatz. Ja, wir sind jetzt da. Alle haben Knöllchen bekommen. Ah, die haben zugemacht, guck mal. War das? Achso, ich dachte, das war dieser Restaurant. Das ist der Klamottenladen. Boah, du bist reingegangen, ne? Hat nach China gestunken. So gerochen. Boah, ich will gar nicht wissen, wie es in China stinkt, ne? Ja, okay, ich mach die Kamera jetzt aus.
So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und wir wollten mit Lina. Nein, steck das wieder ein. Zeigen, was wir alles gekauft haben. Lina, komm, wir zeigen mal, was wir gekauft haben. Lass das jetzt. Also, man kann hinten erkennen, glaube ich, Klopapier und Küchenrolle. Komm, Lina, zeig mal, was wir geholt haben. Ehrlich gesagt, habe ich das zweite Mal in meinem Leben Pizzateig gekauft. Oh, der wollte Pizza, aber ich habe. Gar kein Dingens heute irgendwie Teig zu machen. Also ich habe echt keine Kraft. Da war auch so eine Soße dabei, das ist die Eigenmarke von Rewe. Dann hat Aube von Frosch Dusch- und Badreiniger mitgenommen. Lina hatte gestern in der Wärmewaschmaschine. Dann habe ich, also hat Aube sich so ein Dingens schon. Nee, du hast das gegessen, ne? Kindermaske-King haben wir geholt. Nein, Baba, Mama. Ja, Baba hat die Hälfte gegessen und du hast die Hälfte gegessen. Dann zweimal Milch. Baba, der Hüt. Ja, Süd. Atschma annehmen. Kapane kann ich mir leisten. Dann habe ich viermal Schlagsahne mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen zwei sind. Ich nehme es hier. Brustkäse. Dann einmal Apfelsaft. Das hat Auda geholt, das ist Cola mit Vanille. Dann einmal Gouda für die Pizza. Flügelfleischwurst. Mülltüten, wir haben wieder Mülltüten gebraucht. Wie viel sind da drin? 20. Anita! Minosch! Anita! Was ist das? Das ist Orangensaft. Eine Mozzarella. Und einmal ein Brötchen und hier ist noch ein Schlagsahne. Lina, nicht mit dem Messer spielen. Das ist kein Spaß an mir. Dann hat Lina Kastanien bekommen. Willst du die essen? Nö, ja. Einmal Eier. Wir holen immer die, das sind frisch vom Bauern. Also wir bei Rewe sind schon. Was denn? Ja, okay, ich schalte das auf. Frischhaltefolie. Dann haben wir ganz viel Gummium geholt. Kartoffeln. Okay, Schatz. Zug muss. Dann hat auch der Hähnchenfilet gekauft und noch zwei Gummium. Du musst auch Fleisch beschnibbeln. Dann haben wir weiße Bohnen, Blumenkohl, Schatz, Minosch. Gurken. Dann haben wir hier Hackfleisch und Salami. Zwei Packungen Sonnenblumenkerne. Mama hat ein Kilo geschickt und das ist schon fast leer. Ja, weil wir jeden Abend Filme gucken. Und dann einmal arabisches Brot. Nein, Schatz. Dann Tomaten. Ich wollte für Lina Erdbeeren kaufen, aber die haben beim Türken 3,50 gekostet hier. Bei Edek kosten die 2 Euro. Dann Joghurt. Dann waren wir kurz bei DM. Lina hat sich da Zahnbürsten ausgesucht. Die muss auch gleich ihre Zähne putzen. Dann habe ich einmal meine Lieblingsbeutelchen gekauft. Und Rasierer. Und hier ist Geld von Lina. Paralar, paralar. Nein, Baba, das ist Bayer. Ja, das gehört Papa. Na, Baba. Okay. Ja, wir sortieren das jetzt ein. Der Junge ist übrigens nicht gekommen, weil der bei dem 10 Euro gefehlt haben, finde ich. Und wir haben gesagt, wenn das Ticket bis hierhin reicht, dann komm. Also wenn der morgen oder übermorgen zurückfahren würde, hätten wir das. Okay.
hätten wir das Ticket halt zurück selbst, also wir hätten das gekauft. Ja, aber der wollte nicht. Und ich habe gesagt, jetzt fährt ein Flixbus. Achso, nee, der wollte, aber sorry. Dem haben halt 10 Euro gefehlt. Ich dachte, dem fehlen 10 Euro für die Rückfahrt dann. Aber der hatte wohl nur 30 Euro dabei. Ja. So, ihr Lieben, ich mache jetzt die Pizza mit Lena zusammen. Also ich muss sie noch hier beschmücken. Wir wollten ja auf den Spielplatz, aber es fängt jetzt gerade richtig an zu regnen. Das wird dann wohl nichts. Ja, jetzt müssen wir mit Auda was anderes überlegen, weil wir haben Lena versprochen, dass wir sie jetzt rauskriegen. Wir wollten eigentlich als erstes ins Indoor-Spielplatz, aber ich meinte zu Auda, nach dem Fußball hast du keine Lust. Ich kenne meinen Mann. Und Leute, das mit dieser Frage meinte ich total ernst. Ihr könnt mir alle Fragen stellen. Wirklich alle Fragen, die ihr wollt. Aber übertreibt nicht mit eurer Fragestellerei. Ich kann euch verstehen, dass ihr total neugierig seid und so. Aber Fragen wie, was wir finanziell verdienen und wie viel wir jeden Monat zur Seite tun, das geht keinen was an. Wirklich keinen. Wir verdienen genug. Wir verdienen auch so viel, dass wir auf Seite tun, also dass wir Geld auf Seite tun können jeden Monat. Und das. Ich frage euch doch auch nicht, wie viel verdient ihr im Monat, wie viel tut ihr jeden Monat auf Seite. Das ist was Privates, das interessiert kein Schwein. Das interessiert nur mich was und Auda was. Und sonst keiner. Halleluja! Danach diese Frage, ist Auda geschnitten? Spinnt ihr? Wie kann man so eine Frage stellen? Oder spinnst du? Das Eingebrachte. Das ist ekelhaft sowas, ey. So eine Frage von einer Frau zu hören, das ist sowas von widerlich. Ich will gar nicht wissen, was für Gedanken du hast, während du mir diese Frage stellst. Stell dir mal vor, dich fragt jemand, hat dein Mann Intimpiercings oder hat dein Mann hier... Richtig asozial. Manche Frauen haben einfach... Die haben einfach... Geklappt. Seid ihr echt? Ja, Schatz. Ja. Hallo? Bist du zu Hause, oder? Ja, warum? Okay, Schneemann hat mir gerade geschrieben. Was denn? Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich find's einfach... Keine Ahnung, ey. Was denn? Mais? Ja. Okay, warte. Ich finde einfach, manche Frauen haben einfach keinen Anstand, kein Schamgefühl. Und sowas fragt man einfach nicht. Ja, das wollte ich mal kurz klarstellen. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Ich denke mal, jeder normal denkende Mensch kann auch verstehen, warum ich das ekelhaft finde. Nicht anfassen, ne? Ja, aber... Und der sich denkt, warum ist das eine normale Frage, da denke ich mir so, nee, da musst du auch nicht normal, Mädel. Naja, egal jetzt. Ich lache eigentlich über solche Kommentare, aber das ist nicht schön für euch, wisst ihr. Und solche Leute, weil das keine normale Frage ist, blockiere ich euch natürlich dann auf Instagram. Weil ich mir denke, du stalkst uns, folgst uns nicht und bist eine richtige Fake-Person. Und es lohnt sich auch nicht, dieser Person Aufmerksamkeit zu schenken, ich weiß, aber... Manchmal muss man das halt sagen, damit ihr wisst, was für kranke Menschen es gibt. So, die Pizza ist jetzt fertig und die sieht super, super lecker aus. Und wir überlegen uns jetzt, wo wir hin sollen. Aber Auda muss erstmal seine Haare föhnen. Der hat gerade geduscht. Und Lena spielt ganz aufgeräumt. Also ohne irgendwas dreckig zu machen. Das ist sehr, sehr gut. Wir sind wieder zu Hause. Und wir waren in Chorweiler. Da ist sowas wie die Arkaden, so ein City Center. Lena läuft übrigens in Unterhose rum, also im Pass. Genau, da hat Lena Obst bekommen. Also einmal Plastikobst und einmal Holzobst zum Schnibbeln. Weil wenn sie kocht, angeblich kocht in ihrer Küche, dann bringt sie uns immer leere Teller und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Plastikobst gekocht. Wir haben insgesamt
20 Euro ausgegeben bei MyToys. Da gibt es nämlich MyToys. Und Leute, das ist jetzt keine Kooperation, was ich euch erzähle. Ich habe vor ein paar Tagen eine App runtergeladen, auf Empfehlung auch. Und die App verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr euch da anmelden, wenn ihr wollt. Und das ist so ein Schrittzähler und mit diesem Schrittzähler könnt ihr Geld verdienen. Das ist total krass. Also ich habe es erstmal nicht geglaubt, deswegen wollte ich es ausprobieren. Ja, und das zählt die Schritte. Am Ende sammelt ihr Geld. Was denn, Schatz? Okay, aber erstmal Pyjamas anziehen, ne? Genau. Die App kann ich wirklich nur empfehlen. Ihr könnt damit Geld verdienen und... Was, Schatz? Das willst du anziehen? Ja. Okay. Und wie gesagt, das ist keine Kooperation oder so. Das ist meine persönliche Empfehlung. Ich werde die App auch immer unten einblenden, damit ihr euch da anmelden könnt. Also, ich weiß nämlich, es werden einige jetzt jedes Mal danach fragen. Und dann könnt ihr, soweit ich weiß, kann man das Geld über PayPal auszahlen lassen, ab 20 Euro oder so. Aber da muss man sich nochmal genauer informieren. Also, ich habe jetzt ein bisschen gesammelt, aber noch keine 20 Euro. Aber wie gesagt, ich habe die App jetzt auch erst seit drei, vier Tagen oder so. Oder 5 Tagen, ich weiß gar nicht. Audel hat die App auch. Und Audel hat natürlich mehr Schritte als ich, weil er zum Fußball geht und läuft. Ja, also ich finde das voll krass. Also du denkst an deine Gesundheit, du läufst und verdienst nebenbei noch Geld. Das ist eine sehr gute Idee. Das gab es, glaube ich, schon in Amerika und jetzt gibt es das auch in Deutschland. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon ganz früh wach. Wir haben auch schon gefrühstückt und so. Audel ist bei der Werkstatt wegen dem Auto. Da musst du noch ein paar Sachen gemacht haben, wo die Werkstatt uns über den Tisch ziehen wollte, aber natürlich lassen wir das nicht zu. Da ist er noch dahin. Der Typ kriegt die Motorhaube nicht auf, weil sein Auszubildender unsere Motorhaube, also dieses Teil zum Aufmachen, kaputt gemacht hat. Sehr gut. Ja, der Mann kriegt das jetzt auch nicht auf. Ich weiß auch jetzt nicht, was die jetzt vorhaben. Naja, ich muss jetzt staubsaugen. Und was haben wir heute vor, weiß ich nicht. Heute ist Donnerstag. Ja. Lena guckt ein bisschen Fernsehen. Sie hat gerade die ganze Zeit mit ihren neuen Spielzeugen gespielt. Also mit diesem Obst. Sie ist die ganze Zeit am Schneiden und Schneiden und Schneiden. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes, ehrlich gesagt. So, unsere Box ist da. So, packen wir das da direkt aus. Einmal von Leibniz Superheroes. Das ist ja perfekt für die Jungs, ne? Das spricht einen total an. Sehr gut. Dann haben wir hier einen Energy Drink, glaube ich, oder? Ja, Absolute Zero, Guava, Passionsfrucht. Ja, das ist perfekt für Audash. Dann haben wir hier Marmelade von Samt, oder? Nein. Von Mühlhäuser, Creme ohne Stücke, ohne Kerne, mit Pfirsich-Aprikose. Ich liebe diese. Also ich hasse Marmelade mit Stücken drin oder mit Kernen. Mal schauen, was hier drin ist. Das sieht aus wie Bier. Ja, Oettinger Radler, okay. Einmal ein Radler von Oettinger. Was ist das? Salz? Nee, oder? Ursalz mit Bio-Chili. Sieht auf jeden Fall teuer aus. Dann haben wir hier von Wilsa. Das ist perfekt für mich. Passionsfrucht, Maracuja-Erfrischungsgetränk. Ich stehe voll auf saure Sachen momentan. Dann gucken wir mal, was es unten gibt. Unter dem Stockwerk hoch. Oh, Lina, guck mal! Wow! Ja, okay, meine Stimme. Dann haben wir hier Nougat. Almond Mandel Amandes. Das ist bis jetzt meine Lieblingsbox. Das kann ich ehrlich sagen. Warte. Dann haben wir von Gallo Pronto Risotto mit Zucchini-Spinat und roter Quinoa. Das würde ich jetzt persönlich nicht essen, das kann man aber gut verschenken. Dann haben wir hier Landnudeln. Mit Nudeln kann man auch nichts falsch machen. Mit Goldei. Guck mal, Lina. Wow. Dann haben wir von Velinsa so einen Fruchtmix mit Karotte ohne Zusatz von Zucker. Hier, Schatz, ist vegan übrigens hier. Benjamin Blümchen, dann haben wir hier noch eins. Das ist von Bibi und Tina. Mit roten Früchten. Dann haben wir hier noch zwei Ballon-Snacks. Einmal Joghurt-Müsli-Geschmack. Das würde ich zum Beispiel gerne essen.
und einmal Erdbeer-Vanille-Geschmack. Ach so, und hier haben wir noch Mentos. Also die Box gefällt mir echt sehr, sehr gut bis jetzt. Also, ist jetzt die beste Box, die wir bekommen haben. Ja, jetzt hast du zwei Stück, aber du darfst nur eins aufmachen. Welches willst du? Rot oder orange? Das. Rot? Okay. Nein. Orange? Ja. Okay. So, ihr Lieben, unser Auto ist jetzt wieder ganz, hoffentlich. Also, oh, dann musst du einen Schlauch bestellen. Das ist übrigens die Kette von meiner Mama. Nicht von meiner Mama, von Hakan. Ein auf mein Tattoo hier reicht nicht. Naja. Ja, warte, ich stelle euch mal hier auf den Schrank. Und dann können wir reden. Ja, oh, der kommt jetzt auf jeden Fall. Durfte ich heute mit einer Freundin raus, aber meine Freundin hat keine Zeit. Oh, der hat mir das nämlich angeboten. Der meinte, egal, dann geht morgen. Ich habe sie jetzt gefragt, mal schauen, was sie schreibt. Und was wollte ich sagen? Ich hatte irgendwas im Kopf. Ach so, ich mache jetzt Essen. So, und zwar hat Auden mir geschrieben, der meinte, der hat total Lust auf Reis. Auf meinen Reis, genau. Und dazu einfach Salat, ohne irgendwas. Ich hatte hier Blumenkohl gekauft und das sind so schwarze Pünktchen schon drauf, obwohl ich das erst gestern beim Türken gekauft habe. Also ich habe das Gefühl, dass Kanada nachlässt. Wir haben nämlich auch letztens Tusche gekauft und dieses Tusche war einfach nur verschimmelt drinnen, was ich sehr schade finde. Deswegen meinte ein anderer Verkäufer in einem anderen türkischen Laden, wenn ihr was im Glas kauft, Tusche oder so, dieses Eingelegte, wenn ihr das beim Türken kauft, kauft das lieber nicht im Glas, sondern in diesen Plastikbehältern. In diesen großen Plastikbehältern. Die sind nicht mal teuer, die kosten dann 7 Euro, diese Gewürzdinger. Und noch. Ja, sonst ist alles gut. Leute, wisst ihr, was ich schade finde? Du gibst dir so viel Mühe für Menschen. Du tust denen so viel Gutes und am Ende bist du schlecht. Am Ende tritt ein Problem auf. Du bist schuld, obwohl die schuld waren. Ich finde das so schade. Deswegen finde ich wirklich, manchmal denke ich mir so, lohnt es sich wirklich, sich so einen Stress zu machen? Da hilfst du Menschen einfach. Wisst ihr, ich bin wirklich kein Mensch, der über andere Menschen redet oder so, aber manche Menschen sind so undankbar. Hä? Ja? Ich gehe zwei Dings holen, ja? Für mich ein Lied an, also du kannst schon reich machen, ne? Ja? Ich hol nur Fleisch. Ja, wie du willst. Ich mache jetzt gerade Salat. Nee, ich esse einfach nur Reis mit Joghurt. Willst du kein Hähnchen oder irgendwas? Nein, ich esse einfach Reis mit Joghurt. Ich werde auf jeden Fall jetzt Salat machen. Und danach den Reis kochen. Ich mache jetzt den Salat so lange, bis ich den... Ich muss ja mit dem Reis warten, ne? Der ist jetzt 5 Minuten drin. Oh, der ist im Stau, das ist das Gute. Aber der Reis geht ja schnell. In 10, 15 Minuten ist er fertig. Ja. Also ihr Lieben, ne? Immer dankbar sein. Vergiss das nicht. Auch wenn es nur eine kleine Sache ist. Immer dankbar sein. Glaub mir, das kommt irgendwann zurück, dieses Tun und Machen kommt zurück. Aber wenn man dann jedes Mal tut und macht und jedes Mal dieses Undankbare sieht, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ich denke mal, das kann jeder von euch nachvollziehen. Ja. So, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich habe wieder viel geplappert. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es ist schön sonnig, nicht zu heiß, aber sonnig wenigstens. Dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder. Ich versuche jetzt wieder regelmäßige Vlogs hochzuladen. Ja, also, bis dann. Tschüss.